Herzlich willkommen zurück zu den Smash Warriors. Ich bin der Dave und seid ihr bereit für hoffentlich jetzt mal das Ende von dem Spiel? Red Force 2? Okay, ja. Gehen wir. Endlich mal dem Big Boss mal eine rüberhauen. Der hat sich ganz schön verdient. Hatte ich eigentlich schon immer eine Taschenlampe an? Sind hier auch alle verschwunden? Der Typ muss hier irgendwo rumlungern. Gehen wir nach oben. Gute. Ich komm dich holen. Ich komm dich holen. Mari, was soll ich tun? Fürchtet nicht den Tod. Kommt her. Akito, du hast mich schon völlig vergessen, oder? Das sieht dir ähnlich. Es geht dir nur um dich. Du willst nur nicht, dass ich deine Wegen sterbe, oder? Was ist los? Da war diese Stimme. Sie klang wie Mari. Sie wollen dich nur durcheinander bringen. Hey, was jetzt? Akito. Akito! Gehen wir. Mari, denkst du das wirklich? Lass dich nicht verarschen. Die spielen mit deinem Kopf. Das ist nicht wahr. Nein! Akito, komm zu dir. Gibt es hier Fetzerei im Einkaufszentrum? Oh nee, Quatsch, ich bin ja in Pokétown, nicht im Einkaufszentrum. Sieht aber aus wie im Einkaufszentrum. Vater genannt. Davon bin ich aber weit entfernt. Ich dachte, wenn ich mich in die Arbeit stürze, könnte ich so meine Familie beschützen. Tja, ich habe mich zu Hause kaum blicken lassen. Wir waren eigentlich wie Fremde. Zum Schluss hat mein Sohn nicht einmal mehr meine Geschenke angenommen und interessierte sich auch nicht mehr für diese Supersportwagen. KK. Aber diesmal werde ich nicht davonrennen. Ich werde sie beschützen, koste es, was es wolle. Ja. Dem Hanya gibt es alles drüber. Diese Puppe konnte mir also nicht einmal etwas Zeit verschaffen. Du Arschloch! Der Tod des Körpers ist etwas ganz Natürliches. Und indem wir unsere Seelen von ihren sterblichen Hüllen befreien, nehmen wir unsere wahre Gestalt an. Von mir aus red dir den Scheiß ein, wenn du willst. Aber wenn du Unschuldige mit reinziehst, dann gehst du zu weit. Die Menschen wollen die Wahrheit nicht sehen, wenn sie mit ihr konfrontiert werden. Jedoch wirst auch du bald verstehen, wie bedeutungslos diese irdischen Gefäße wirklich sind. Lass die Finger von mir! Ich habe jetzt genügend Seelen gesammelt. Mit ihnen werde ich die Barriere zwischen Leben und Tod zerstören. Deine Schwester ist das letzte Puzzleteil. Der Pfeiler einer neuen Ära. Du solltest dich glücklich schätzen. Lass sie endlich in Ruhe! Wenn die Barriere fällt, kündigt dies die Wiedergeburt der Welt an. Und dann erschaffe ich ein neues Paradies, wenn auch ein bescheidenes. Ein Ort, an dem die Seelen meiner Frau und Tochter auf ewig erstrahlen werden.
Das lasse ich nicht zu! Mir kam soeben eine wundervolle Idee. Ich werde auch für dieses Mädchen ein Paradies erschaffen. Ein solch starker Geist wie ihre ist wahrlich selten. Vielleicht wird sie diese neue Welt sogar anführen. Eine neue Maria für eine neue Ära. Nein, eine neue Eva. Schluss mit diesem kranken Scheiß! Du bist völlig wahnsinnig! Bin ich das? Hast du sie gefragt? Was macht dich so sicher, dass ihr Geist in diese Hölle zurück möchte? Deine Schwester unter all diesen Verbänden, kannst du dir vorstellen, was sie erleidet? An diesen Körper gebunden zu bleiben, verlängert nur ihr Leid. Das kannst du nicht wissen. Hey, hör nicht auf diesen Bullshit! Töte ihn jetzt oder die Welt ist verloren! Akito, reiß dich zusammen! Die Zeit ist nah. Die Welt steht vor einer großen Veränderung. Eine neue Ära beginnt. Jetzt dauert es nicht mehr lang. Schon bald wird sich mein Traum erfüllen. Steh auf, ihm nach! Mari, was soll ich tun? Du lässt ihn in deinen Kopf! Weiter! Na los! Hoch mit dir, oder du bist auf dich allein gestellt! Ist das echt alles, was du drauf hast, Akito? Lege ich mir eben selbst in den Arsch. Komm mir bloß nicht in die Quere, Akito. Du hast also Angst, hä? Davor, was sie denkt. Davor rauszufinden, dass das hier alles umsonst war. Du hast Angst vor der Wahrheit. Was weißt du schon? Nichts. Nicht mal, wie es meiner eigenen Familie ging. Deshalb musst du das selbst herausfinden. Keke. Ich gebe jetzt nicht auf. Bist du dabei? Bin ich. Auf geht's. Ich frage sie selbst, ich sterbe. Nicht heute! Das war auch nicht der letzte Bosskampf. Ich bin ein Kämpfer. Bis zum bitteren Ende. Niemals. Kämpft so hart wie ich. Aber interessiert das irgendwen? Nein! Nicht bei meiner Familie! Wie armselig. Wer weiß das eher? Oder ich? Er braucht echt ein paar Arschtritte. So weit gekommen ist. Immer mit mir in die Fresse. Wo? Ah.
gar nicht mal so geil. Oh. Immer noch ungeil. Ja, nicht dran. Oh, du gehst mir auf den Senkel. Keks. Nicht Feuer, nicht Feuer, nicht Feuer. So. Mach mal, da kann ich mich gerade heilen. Sehr gut. Geht der mir auf den Keks? Ja. So, jetzt verstehe ich das erst. Sag mal, sag's mir nix, ey. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, mach weg, mach weg. Komm, hau mich. Einen noch. Wofür kämpfe ich eigentlich noch? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich habe alles verloren. Einfach alles. Aber gerade das sollte dich antreiben. Ich werde nicht mit leeren Händen antreten. Das ist es, was mich hier noch hält. Kannst du mal sterben? Was hält er denn aus? Hey,
Sie gebrannt mit Akito als Zugriff für viel Wichtiger. Nee, ich kann jetzt ganz drücke rechts. Okay, meine Rückwirkung ist kurz mit. Wait. Okay. Ich hab dir ja Zeit gelassen. So lange war das gar nicht. Haben wir einen Running Man? Ich hoffe, dass der mich nicht trifft, wenn er. Es ist ja meilenweit vorbei. Mal C. Oh, ich kann mich nicht rein. Mach Schutzschild. Nein! Nicht ich Schutzschild, du Schutzschild. Jetzt gut, jetzt gut. Der echt, ne? So einmal, das jetzt schaffe ich nicht mehr. Ich mach das. Jetzt gibt's einen Sparta-Kick und komm runter. Ich wusste, ich lebe gefährlich, aber dass ich mich mal umbringen würde. KK. Gehen wir. Zeit für einen Abstecher in den Abgrund. Alles klar. Na dann. Okay. Ich habe jetzt ehrlicherweise ein bisschen unerwartet. Sechs Bindung. Okay. Bin ich nicht gerade in die Fresse von diesem Wusel rein?
Ja. Wieder 20 Minuten. Ja, komm. Dann machen wir jetzt eben den Endkampf beim nächsten Mal. Hoffe ich dann, dass dann der Endkampf kommt. Ich danke euch fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.